Ja, guten Morgen allerseits. Ich begrüße euch herzlich zur Veranstaltung heute mit Dr. Beate Sibylle Pfeil zum Thema WHO, Pandemievertrag, internationale Gesundheitsvorschriften. Was das alles genauer ist, wird uns Beate später noch genauer erklären. Anlass ist, dass, ihr habt das vielleicht mitgekriegt, es gab große Debatten auch im Bundestag zum Pandemievertrag, was passiert in der WHO. Das Ganze findet statt vor dem Hintergrund einer Debatte in Deutschland auch, aber auch in anderen Ländern, zur Frage der Corona-Aufarbeitung, Aufarbeitung der Corona-Politik. Vor allen Dingen seit der Veröffentlichung der RKI-Protokolle, der Protokolle des Robert-Koch-Institutes vor einigen Monaten, die ja von einem kleinen Online-Medium multipolar freigeklagt worden sind und aus den Veröffentlichungen sozusagen hervorgeht, auch dass fast vieles, was während der Corona-Zeit passiert ist, keine wissenschaftliche Evidenz hatte. Und auch das sogar bekannt war, dass zum Beispiel auch die Impfungen mehr Nebenwirkungen hatten, als das damals dargestellt wurde. Das geht alles sozusagen aus den Protokollen. Viele, viele Details will ich jetzt nicht aufzählen hervor. Und das führt in Deutschland zu einer Diskussion, dass es eine Aufarbeitung geben müsse, wobei die Konzepte dieser Aufarbeitung sehr unterschiedlich sind. Die einen, jetzt auch sogar Regierungsparteien wie SPD und Grüne, wollen einen Bürgerrat. Tendenziell CDU, FDP, auch AfD fordern jetzt eine Enquete-Kommission. Und wir fordern einen Untersuchungsausschuss, der auch als BSW, der auch sozusagen ja, harte Rechte hat, wie Vorladungsrecht. Es gilt dann sozusagen wie vor Gericht, dass man die Wahrheit sagen muss, dass es sonst Meineid ist, dass man bestimmte Dokumente anfordern kann, auch zwingend und so weiter und so fort. So könnte man sagen, ist ja alles irgendwie Vergangenheit, was sollen wir uns damit noch beschäftigen? Ist nur noch froh, dass wir aus der Situation raus sind. Aber wenn man sich so diese internationale Diskussion anschaut, vor allen Dingen in der WHO, muss man davon ausgehen, dass wir ähnliche Situationen wieder erleben werden. Ich persönlich war für den Europarat, genauer gesagt für den Gesundheits- und Sozialausschuss der Parlamentarischen Versammlung des Europarats vor einigen Wochen als Beobachter bei der 77. Weltgesundheitsversammlung. Ich werde da gleich ein paar Eindrücke noch zu hier loswerden und will aber, bevor ich das tue, erstmal ganz, ganz herzlich dich, Beate, Dr. Beate Sibylle Pfeil, hier in Aachen willkommen heißen. Schön, dass du den Weg hier auf dich genommen hast. Ist ja nicht so einfach mit den Zugverbindungen in Deutschland. Ich war gut, dass du hier da bist. Jetzt das. Weil ich sozusagen dann nach Genf gefahren bin zu dieser Weltgesundheitsversammlung, habe ich natürlich geschaut, welche Experten gibt es so. Ja, mit wem kann ich da auch mich austauschen und die sich da besser auskennen, als ich das tue. Und bin dann auch auf dich gestoßen. Du bist Juristin, Völkerrechtlerin auch und warst für die Bundesregierung im Europarat auch, und ich muss immer dazu sagen, Europarat ist nicht EU. Ja, das ist was ganz anderes. Zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, muss man in Deutschland leider immer wieder erwähnen, weil das immer in den Medien durcheinander geworfen wird. Da ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte der einzige Gerichtshof weltweit, der Staaten, wo man staatenübergreifend ein Individualklagerecht bei Verletzung von Menschenrechten hat.
und deren Umsetzung eigentlich völkerrechtlich verbindlich sind. Das ist schon was Besonderes und das hat mit der EU nichts zu tun. Die EU kennt den sogar nicht an bis jetzt. Genauer gesagt, die Europäische Union ist bislang nicht der Europäischen Menschenrechtskonvention beigetreten, das sozusagen 2009 im Lissabon-Vertrag vorgeschrieben ist, hat aber bis jetzt nicht stattgefunden. Und damit entstehen auch sozusagen auch innerhalb der Europäischen Union Black Holes, schwarze Löcher, die sozusagen nicht abgedeckt sind vom Menschenrechtsschutz des Gerichtshofs. Aber das ist nur Klammer zu. Also für du warst Expertin für die Bundesregierung beim Europarat zu Minderheitenrechten und bist das heute nicht mehr. Warum? Genau. Also für die Bundesregierung, das würde sie nicht gern hören. Okay. Ist aber auch formal nicht ganz richtig. Es ist so, für diese, also ich war zuständig, mit zuständig für das Monitoring eines Völkerrechtsvertrags für traditionelle Minderheitensprachen. Und da ist es so, dass jeder Staat, der diese Konvention gezeichnet hat, das Recht hat, 3 Experten zu nominieren, die in diesen Ausschuss kommen. Und wir üben so eine Art Ersatzrichterfunktion aus, um es mal so kurz zusammenzufassen. Erlassen unverbindliche Empfehlungen, das hat aber doch eine gewisse Wirkung. Also wir können auch dazu beitragen, dass sich Gesetzgebung verändert und verbessert. Und die Staaten nominieren 3 Kandidaten in der Regel. Gewählt werden wir als sogenannte unabhängige Experten, aber dann vom Gesamtgremium Europarat, und der Andrea hat es schon richtig gesagt, im Europarat sind nicht 27 Staaten vertreten wie in der EU, sondern 46, jetzt neuerdings ohne Russland. Und gewählt werden wir dann, also da wird dann ausgepickt von den Regierungen dieser Mitgliedstaaten, die suchen dann einen der 3 Nominierten aus, also so läuft das Verfahren. Genau, und ich wurde nicht mehr wieder nominiert, sehr zur Überraschung der Mitarbeiter beim Europarat, mit denen ich 6 Jahre zu tun hatte, und auch der Kollegen. Und die Begründung seitens des Bundesinnenministeriums, das da zuständig war für die Nominierung, war am Ende: Ich habe mich kritisch geäußert hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland, des Zerfalls von Rechtsstaatlichkeit in Deutschland, und ich habe dies getan im falschen Kontext. Also Sie konnten inhaltlich jetzt an dem, was ich sage, nicht direkt ran, sage ich jetzt einmal, sondern es war, ich habe damit falschen Kreisen einen Resonanzboden geboten für ihre, Klammer auf, kruden oder verschwörungstheoretischen Ideen. Ja. Und diese, also dass ich mich da öffentlich betätigt hatte, irgendwann, als bei mir die Schmerzgrenze überschritten war, als Juristin, der die Menschenrechte und die Menschenwürde am Herzen liegt, und ich mich öffentlich geäußert hatte, ist irgendwann die Freiburger, also zumindest jemand aus dem Umfeld Freiburger Antifa, darauf aufmerksam geworden, sogenannte Antifa, ja, und hat das Ganze transportiert, zunächst mal an eine Forschungseinrichtung, wo ich auch von BMI plus Land Schleswig-Holstein rein nominiert war in den Vorstand, und hat die angeschrieben, gesagt, das ist ein Skandal, dass jemand, der vorgibt, Minderheiten zu schützen, in Wahrheit sich gegen den Schutz Vulnerabler ausgesprochen hat. Also wusste ich gar nicht, dass ich das getan habe. Ja, und dann wurde ich in der Folge eben zur Anhörung geladen, online, vom Bundesinnenministerium. Da waren 2 Vertreter vom BMI plus eine Vertreterin des Landes Schleswig-Holstein. Und die haben mir dann gesagt, ja, wir wissen schon, Sie sind nicht antisemitisch, Dankeschön, ich bin nicht rechtsradikal, ich bin auch nicht reichsbürgeraffin, aber eben diese Begründung, ich habe dem falschen Medium ein Interview gegeben, und das Interview war tatsächlich ein Jahr vorher bei Transition News. Und zwar hatte ich da mit einer Freundin, die Heilpraktikerin ist, einen Flyer entworfen, über Wissenswertes über die Corona-Impfung, und da habe ich den rechtlichen Kontext erläutert im Jahr 21 über erstmal diese Zulassungsvorgaben und Haftung und Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Impfaufklärung, und darüber wurden wir interviewt, und dann hieß es am Ende so, Sie haben also diesem Medium ein Interview gegeben und deshalb haben Sie eigentlich nur die Wahl, aus diesem Vorstand zunächst aus privaten Gründen zurückzutreten oder laut Satzung möglich, wir berufen sie ab.
Und dann habe ich gesagt, also erstens mal habe ich gesagt, ich habe wirklich nur mein Recht, mein Grundrecht in Artikel 5 Grundgesetz garantiert auf freie Meinungsäußerung betätigt. Ja? Und dann sagen sie, jo, ist egal, es war der falsche Kontext. Und dann habe ich gesagt, ich überlege mir das nochmal und habe die dann angeschrieben, habe gesagt, ich sehe hier keine Veranlassung für einen privaten Rücktritt. Also wenn, dann müssen Sie mich abrufen. Dann kam nochmal ein Anruf. Dann hieß es, ja, Sie seien doch sehr überrascht, dass ich nicht aus privaten Gründen zurücktrete. Ich soll mir das nochmal gut überlegen, weil also der eine hohe Beamte, er hätte sich im Anschluss mit dem Herrn Haldenwang unterhalten und der hätte ihm, also Bundesamt für Verfassungsschutz, und der hätte ihm gesagt, dass das Medium Corona Transition News unter Beobachtung stünde. Und ich soll mir gut überlegen, was ich tue, weil wenn Sie jetzt das Abberufungsverfahren einleiten, dann könnte es sein, dass die Medien aufmerksam werden innerhalb des BMI und dann könnte es passieren, dass mein Ruf endgültig ruiniert wäre. Ja. Und dann habe ich nochmal durchgeatmet und dann habe ich gesagt, okay, nochmal eine Nacht drüber schlafen, und dann habe ich den angerufen und gesagt, so ist es, ich bleibe dabei. Ja, es ist eine Schande, wie in diesem Land, ich bin hier nur stellvertretend für unendlich viele, die in diesem Land ihre Meinung nicht mehr äußern dürfen, sei sie noch so fundiert, die wirklich in einem komplett schrägen Zusammenhang, sogar anders als ich, ihre Existenz verlieren, ja, die diffamiert werden, diskriminiert werden, ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft, nur weil sie ihre Meinung äußern. Und das geht für mich nicht. Das ist, was ist eigentlich mit diesem Land passiert? Dann haben wir gesagt, okay. Und dann haben sie gesagt, gut, dann machen wir das so. Also es ist auch nichts, also medial ist nichts passiert, weil die Leute haben ja 6 Jahre mit mir, 5 Jahre jetzt für diese Forschungseinrichtung, die hatten bis dato, wir hatten gut zusammengearbeitet. Ja? Also, und dann kam ein Abberufungsschreiben, wo sogar ein kleines Danke drin war. Es ist medial nichts passiert und dann habe ich gefragt, wie sieht es aus mit meiner Europaratsposition, und dann sagt der eiskalt, ja, wir sehen hier keinen Grund, sie wieder zu nominieren. Ja? Und dann ging die Sache weiter, also 22 wurde ich abberufen aus diesem European Center for Minority Issues, 23 im Juni lief dann meine Amtszeit Europarat aus. Die Kollegen sind aus allen Wolken gefallen, weil die haben alle mitgerechnet, dass ich wieder nominiert werde. Und dann war noch interessant, war ich zu dieser Zeit noch eingeladen, in den Kieler Landtag eine Ausstellung über die Minderheiten in Deutschland zu eröffnen. Und da kam dann 2 Wochen vorher der Anruf von den Minderheitenvertretern und sagte, die waren völlig pikiert und sagen, sie haben einen Anruf bekommen von der Landtagsführung. Sie müssten die Pfeil wieder ausladen, die sei nicht tragbar, die hätte Hausverbot im Kieler Landtag, und wenn sie mich nicht wieder ausladen, dann würden sie die ganze Ausstellung platzen lassen. Ja. Und dann habe ich zu dem gesagt, dann trete ich zurück, ja, weil ich finde ja die Veranstaltung gut. Ja. Ich bin immer dafür eingetreten, dass die Minderheiten in Deutschland sichtbarer werden. Also dem war es aber nicht wohl bei der Geschichte. Dann hat er gesagt, okay, also er findet das eigentlich auch schlimm, aber sie machen das dann so. Also ich habe Hausverbot, und pikanterweise 2 Jahre vorher war ich dort noch vor Ort geladen als Expertin Anhörung beim Hauptausschuss über die Situation der Minderheiten in Schleswig-Holstein. Ja. Oder auf Einladung der Linkspartei auch im Brandenburgischen Landtag online, ja. Also da war ich noch wohl gelitten. Und interessant ist vielleicht auch noch, letztes Jahr kam völlig überraschend noch eine Einladung vom österreichischen Nationalrat, weil man kennt die Leute, die halt in dem Bereich tätig sind, und die hatten mich eingeladen, auch eine Eröffnungsrede zu halten zum Tag der Volksgruppen in Österreich. Und dann denke ich, wow, die haben mich wohl nicht gegoogelt vorher, was ist da passiert?
Und dann war ganz interessant, dann hieß es zunächst, hat mich ein Kollege angerufen, hat gesagt, kann ich deine Telefonnummer weitergeben? Dann sage ich, ja, selbstverständlich. Und dann irgendwann kam gar nichts mehr und dann ruft mich der Kollege an und sagt, du sag mal, hast du abgesagt? Dann sage ich, nö. Ja, aber die haben jetzt mich gefragt. Dann sage ich, ich habe keine Absage. Und dann kam ein eigenartiger Anruf. Ich kann es natürlich jetzt nicht, ich kann nur vermuten, ich weiß es nicht, aber warum? Dann kam irgendwie, meine E-Mail sei zunächst nicht angekommen und dann sei jemand im Urlaub gewesen und dann sei das untergegangen und sie entschuldigen sich 100 Mal, es sei irgendwie, sie dachten, ich wäre nicht interessiert und hätten deshalb jemand anders engagiert. Ja. Also das... das zu den Folgen eben. Jetzt ja. Nur in meinem Bereich und wir alle wissen, das gibt es für viele, viele andere Bereiche ja auch. Ja, Beate, das ist, ich glaube, das ist einer der von vielen Beispielen, die auch gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt sind. Mhm. Aber auch hier vorne ist auch noch Platz. Auch einer der Gründe, warum wir bei der Neugründung der jetzt von Bündnis Sarah Wagenknecht die Frage der Meinungsfreiheit als einen Kernpunkt, als einen von 4 Kernpunkten formuliert haben in dem Grundsatzprogramm. Ich kann das vielleicht nochmal hinterlegen mit auch Umfragen, die es gibt in Deutschland, von Allensbach zum Beispiel. Gibt es eine Langzeitumfrage, wo 1990 auf die Frage, können Sie frei Ihre Meinung äußern oder ist es besser, vorsichtig zu sein, 17% 1990 gesagt haben, Sie können, also es ist besser, vorsichtig zu sein und etwa 80% gesagt haben, Sie können Ihre Meinung frei äußern. Und das über die Jahre und vor allen Dingen in den letzten Jahren sich jetzt dahingehend entwickelt hat, dass es mittlerweile eine Mehrheit in der Bevölkerung gibt, die sagt, es ist besser, vorsichtig zu sein. Und solche Beispiele wie dein Fall drücken das aus und haben ja auch die Funktion der Einschüchterung. Deswegen ist es, glaube ich, ganz zentral, auch dieses Thema für eine wie auch immer geartete neue Partei, glaube ich, auch sehr, sehr prominent zu setzen. Und ich kann vielleicht auch sagen, ich komme gerade auch aus Straßburg, vom Europarat, und ich habe das auch jetzt in der letzten Sitzungswoche dort als Aktualitätsdebatte aufgerufen. Das war eine sehr interessante Diskussion. Ich habe Fälle auch erwähnt dort in meiner Rede. Und es wird wahrscheinlich dazu auch einen Bericht dann geben. Vielleicht sogar, das ist eine Zielstellung und eine Hoffnung, vielleicht sogar bis hin zu einem Register, das der Europarat irgendwann einrichten könnte, das wäre meine Hoffnung, um solche Fälle halt zu dokumentieren und damit Druck aufzuüben, sowas nicht zu machen. Aber ich will, nachdem ich dich begrüßt habe, Beate, auch nochmal die Weitgereisten hier begrüßen. Wir haben den Europarat erwähnt, Anna Kolotowa ist aus Straßburg hier auch dazugekommen. Sie ist die Generalsekretärin der Linksfraktion dort, die ich leiten darf. Schön, dass du da bist, Anna. Und wir haben Dr. Joachim Jachno aus Berlin oder Bochum jetzt. Er ist Historiker und Büroleiter jetzt von unserem Generalsekretär Christian Leie hat, glaube ich, auch seine Erfahrungen ähnlicher Art während der Corona-Zeit gemacht als Journalist. Gut, aber wir wollen, schön, dass du auch da bist. Wir wollen zum eigentlichen Thema kommen, nämlich was passiert in der WHO. Wie gesagt, ich war Ende Mai war das dort gewesen. Ich war 2 Tage dort, das ging eine ganze Woche, oder von Montag eigentlich bis Samstag. Ich kann ein paar kurze Eindrücke sagen, übergebe dann an Beate. Das war erstmal sehr schwierig, obwohl ich nominiert war vom
Ausschluss des Europarates überhaupt Zugang zu kriegen. Die haben, da gab es sehr viele bürokratische Hürden, die eingezogen wurden. Am Ende, ich hätte auch gerne noch Mitarbeiter mitgenommen oder auch Sekretäre vom Europarat. Das war dann nicht mehr möglich. Und ich habe diese zwei Tage beobachtet. Und was mir aufgefallen ist, ist zum einen, es gibt keine Abgeordneten dort. Es sind nur Regierungen und sogenannte Stakeholders, also Organisationen wie jetzt, was weiß ich, die OECD war da, bestimmte UN-Organisationen noch oder solches Organisationen. Dann Organisationen wie Gavi, also Impfstoffallianzen und andere Organisationen der sozusagen der Pharma- und Impfstoffindustrie. Aber praktisch Parlamentarier einerseits oder menschenrechtsorientierte NGOs waren so gut wie gar nicht dort. Ja, es ist also ein rein, ich habe das so krass selten erlebt, ein rein exekutives Gremium mit sehr wenig, ich sag mal, Kontrolle, sehr wenig Begleitung, sei es durch NGOs, sei es durch kritische Abgeordnete. Ich glaube, ich war der einzige Abgeordnete überhaupt dort, international. Dann ist mir aufgefallen, dass die ganze, es gibt keinerlei Debatte zur Reflexion über die Zeit der Corona-Pandemie. Also es wird da nicht diskutiert, was haben wir richtig gemacht, was haben wir falsch gemacht, sondern es wird praktisch ein Narrativ vorausgesetzt, dass wir in einer Zeit zwischen zwei Pandemien leben, die kurz ist. Also manche reden da von Friedenszeit. Wir sind gerade in einer Friedenszeit und müssen diese Zeit halt nutzen, um uns auf die nächste Pandemie besser vorzubereiten. Und diese bessere Vorbereitung soll durch die zwei Vertragswerke, die dort eigentlich verabschiedet werden sollten, gewährleistet werden. Nämlich einerseits den Pandemievertrag, andererseits die Änderungen der schon bestehenden internationalen Gesundheitsvorschriften. Und in dieser Debatte, da gab es dann ein Forum zum Thema Pandemic Preparedness, also vorbereitet sein auf Pandemien, wo ich auch dann rein konnte, wo dann alle Staaten da saßen. Das sind dann durchaus 200 Staatenvertreter, an die 200 Staatenvertreter, wo das letzte Wort, der letzte Beitrag dann Gavi hatte, also die Impfstoffallianz von Bill Gates, die dann gesagt hat, dass, also ich weiß die exakte Formulierung nicht mehr, aber in diesem Schlusswort gewissermaßen wurde gesagt, dass sozusagen nur die Impfung uns in Zukunft schützen kann vor der nächsten Pandemie, vielleicht auch schon die prophylaktische Impfung. Ja. Sinngemäß war das die Formulierung. Ich habe das dann auch zurückberichtet in den Ausschuss im Europarat und habe da auch jetzt darauf gedrängt, mit großer Unterstützung der dort Anwesenden, dass künftig immer Vertreter hingeschickt werden zur WHO und dass es auch daraufhin gearbeitet werden soll, dass es ein Memorandum of Understanding geben soll zwischen WHO und Europarat, wo sozusagen die Kooperation dann formuliert ist, die es nicht gibt bislang, gibt es mit anderen Organisationen, aber eben nicht mit einer menschenrechtsbasierten Organisation wie dem Europarat. So, das ist so das, was ich da versuche. Und zu den genaueren Entwicklungen kannst du uns jetzt was erzählen. Vielen Dank, André. Ich möchte vielleicht vorab sagen, dass ich absolut dankbar bin jedem einzelnen Verantwortungsträger, und dazu zähle ich dich auch und andere auch, die sich jetzt in dieser Sache engagieren, wirklich Dinge aufzudecken, die wirklich den Nerv unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung am Ende betreffen und jedes einzelne Menschenleben am Ende betreffen. Und es ist enorm wichtig, wirklich für alle, die
die da bewusst sind, was passiert, dass sie etwas tun. Und deshalb finde ich es ganz großartig, dass du dich da so engagierst und vor allem der Europarat. Ja, ich war da ja dann noch eine Zeit lang drin und dachte mir, ich bin zwar nicht direkt eine Mitarbeiterin dort, aber ich meine, der versteht sich als Hort von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und ich saß da immer drin und habe gehofft, dass da irgendwann ein Funke überspringt, dass eine Erkenntnis kommt von dessen, was gerade geschieht. Und bis heute ist nicht so viel passiert. Und deshalb ist es enorm wichtig auch, dass Menschen, die im Europarat sind, langsam aber sicher versuchen, strategisch das Blatt zu wenden. Ja, das finde ich enorm wichtig. Ja, und bei der WHO, ich fand den Titel, den habt ihr ausgesucht, sehr gut mit dem Pandemievertrag durch die Hintertür, weil es ist viel die Rede von Pandemievertrag, aber wenig von den sogenannten internationalen Gesundheitsvorschriften. Es ging der WHO von Anfang an um zwei Völkerrechtsverträge, dazu Näheres. Das eine Projekt scheint jetzt in der Zielgeraden zu sein, das andere ist noch ein wenig verschoben. Ich möchte im Folgenden ganz kurz nochmal zur WHO generell Stellung nehmen und diese Pläne darlegen. Dann über die IGV, die Zeitachse, was uns erwartet, wenn wir nichts tun, was uns erwarten könnte, dann auf diesen Vorgang der Verabschiedung dieser IGV in der Weltgesundheitsversammlung. Zu der Zeit musstest du leider schon wieder abreisen. Das war auch völlig überraschend, erst am letzten Tag, am 1. Juni. Dann kurz schildern die wesentlichen Neuerungen. Dann die Frage beantworten, ist mit diesen internationalen Gesundheitsvorschriften der Pandemievertrag quasi durch die Hintertür eingeschmuggelt worden, wenn man so möchte. Das rechtlich bewerten und das Wichtigste ist dann die abschließende Frage, was können wir tun? Die WHO selber ist eine, man hört oft, es sei eine private Organisation, ich verstehe auch, woher das kommt, weil die WHO natürlich sehr viel Private im Hintergrund hat, die sie sponsern, ja, sehr abhängig ist. Aber formalrechtlich ist die WHO ein klassischer, wie im Völkerrecht üblich, Zusammenschluss von Staaten, die sich einem bestimmten Zweck widmen, in diesem Fall die WHO, offiziell der öffentlichen Gesundheit. Das hat wohl in den ersten Jahren auch einigermaßen funktioniert. Und die sich eigene Organe geben. Hier haben wir die Weltgesundheitsversammlung, dort haben die Vertreter der Mitgliedstaaten eine Stimme. Dann gibt es einen Exekutivrat, der umsetzen soll und dann harmlos klingend das Sekretariat, an deren Spitze der Generaldirektor sitzt, der Herr Tedros, der schon formal eine unglaubliche Macht hat innerhalb dieser Organisation WHO. Und die WHO ist eine Sonderorganisation der UNO und ich finde es besonders bemerkenswert, dass zu diesen Sonderorganisationen beispielsweise auch der Internationale Währungsfonds zählen und die Weltbank. Ja, das ist ja auch mal interessant, auf den Gesamtkontext zu schauen. Dann haben wir bisher auch sehr unbemerkt eine Vereinigung für die WIPO, für Intellectual Property, intellektuelles Eigentum, wo es um Patente geht, auch im Zusammenhang jetzt mit Medikamenten und Impfstoffen spielt das eine Rolle. Genau. Und die WHO wurde 1948 gegründet, hatte zu dieser Zeit nur 61 Mitglieder und umspannt jetzt praktisch den gesamten Erdball mit 194 Mitgliedstaaten. Und die Pläne, ich habe es jetzt schon angedeutet, umfassten ursprünglich zwei Verträge. Einmal die internationalen Gesundheitsvorschriften, die gibt es bereits in einer Fassung aus dem Jahr 2005. Aber die sind jetzt umfassend überarbeitet worden und erneuert worden mit vielen Änderungen und Ergänzungen. Und die wurden nach offizieller Diktion am 1. Juni diesen Jahres abends verabschiedet. Fast schon, kann man sagen, in einer Art Nacht- und Nebelaktion. Über den Pandemievertrag, das zweite Vorhaben, das wäre ein neuer Völkerrechtsvertrag gewesen, konnte bisher nicht 100% Einigkeit erzielt werden. Und hier ging es tatsächlich, glaube ich, vor allem um Geld, um zum Beispiel die Frage, die ärmeren Länder, die wollen natürlich, dass Patente auf Medikamente und Impfstoffe möglichst zeitlich begrenzt werden.
Und die Reicheren, die natürlich auch die entsprechenden Pharmafirmen auf ihrem Boden beherbergen und davon dann auch Steuern akquirieren, die möchten natürlich das eher möglichst weit ausgedehnt haben. Das war ein Hauptstreitpunkt und dann auch noch der Streit zwischen den Ärmeren und den Reicheren, weil nach dem Prinzip der WHO sollten die Reicheren für die Ärmeren mitbezahlen, was diese Medikamente und Impfstoffe betrifft. Wichtig ist aber, der Pandemievertrag ist nicht vom Tisch, ganz und gar nicht. Es wird enorm Druck ausgeübt. Das Mandat der Arbeitsgruppe, die da eine Einigung erzielen soll über den Pandemievertrag, wurde jetzt bei der Weltgesundheitsversammlung verlängert. Und diese Arbeitsgruppe, habe ich jetzt gestern im Zug noch gelesen, die hat jetzt schon für Juli ihre nächste Sitzung anberaumt und die wollen diesen Pandemievertrag um jeden Preis durchpeitschen, spätestens nächstes Jahr bei der nächsten Weltgesundheitsversammlung und nach Möglichkeit vorher. Jetzt gehe ich im Folgenden aber primär auf diese IGV ein, also auf die internationalen Gesundheitsvorschriften. Da ist es von der Zeitachse auf der völkerrechtlichen Ebene so, dass die automatisch nach 12 Monaten in Kraft treten, also dann am 1. Juni 2025, es sei denn, das nennt sich dann eine Opt-out-Regelung, es wird ausdrücklich von der Regierung des jeweiligen Landes der WHO gegenüber die Ablehnung der Änderungen erklärt. Das bedeutet also, die Bundesregierung, die hier zuständig ist, zunächst einmal völkerrechtlich handlungsbefugt, müsste gegenüber dem Generaldirektor erklären, Deutschland lehnt diese Änderungen ab. Das hat dann die Rechtsfolge, dass die alte Fassung der IGV in Deutschland weiter gelten. Auch die alte Fassung hat ja auch schon immense Schäden angerichtet, dürfen wir nicht vergessen. Die neue würde aber dann schon noch gefährlicher werden. Jetzt ist es so, dass wenn jetzt angenommen die Bundesregierung diese Ablehnung nicht erklärt, haben wir damit noch kein automatisches Inkrafttreten, sondern wichtig ist der zweite Schritt, deshalb da innerstaatliche Wirksamkeit, erst dann, wenn das Zustimmungsgesetz zu den IGV in Kraft tritt. Und da ist nicht die Bundesregierung primär zuständig, sondern da kommt dann der Bundestag ins Spiel mit Zustimmung des Bundesrates. Und das ist auch für Bürger, für uns als Bürger wichtig, weil es geht darum, falls Option 1 nicht funktioniert, die Regierung zur Ablehnung zu bewegen, dann kommt Option 2 ins Spiel. Dann müssen wir oder dürfen wir alles dafür tun, den Bundesrat, den Bundestag dazu zu bringen, dieses Zustimmungsgesetz abzulehnen, also diese, die sich gegen die Verabschiedung zu stimmen. Ja. Und wichtig ist auch, das wird auch gern mal falsch berichtet, es ist definitiv so, dass solche Gesetze immer im Rang unter dem Grundgesetz stehen. Die haben sich zu messen am Grundgesetz. Deshalb ist es auch wichtig, dass dieses Grundgesetz wieder mit Leben erfüllt wird. Ja? Weil dann hätten wir eigentlich nach meiner Überzeugung auch Möglichkeiten, diese Verträge oder diese IGV auch auf dem Rechtsweg zu Fall zu bringen. Jetzt, wie ist diese Verabschiedung der IGV gelaufen? Ich und viele andere Juristen auch sagen, die Verabschiedung war völkerrechtswidrig, weil in den IGV selber, im Artikel 55 Absatz 2, gibt es eine Vorschrift, die sagt, bitte den Entwurf von Änderungen, der muss den Staaten spätestens 4 Monate vor der nächsten Weltgesundheitsversammlung vorgelegt werden, weil jeder Staat, der darüber dann entscheidet in der Weltgesundheitsversammlung, muss wissen, worüber er entscheidet. Das ist das Gleiche, wenn ich privaten Vertrag unterschreibe, vor allem jetzt einen Grundstücksvertrag, muss ich auch vom Notar genau wissen, was ist da drin, was bedeutet das alles. Und die Staaten müssen eigentlich überprüfen, welche Folgen hat das für uns, rechtlich, Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz würde, dann welche finanziellen Folgen, was muss ich vielleicht an meinem Behördenaufbau noch verändern, wenn ich da mitstimme. Stattdessen, und das ist wirklich eine aus unserer Sicht absolut zwingende Vorschrift und wurde auch bisher in der Praxis der WHO auch so eingehalten, und stattdessen haben die
es gab ganz viele verschiedene Änderungsvorschläge, über 300 am Anfang. Und stattdessen haben, und da wurde hin und her geschoben, verschiedene Varianten. Und die haben tatsächlich am Nachmittag oder Abend des 1. Juni, samstags, den Staaten kurz vor der Abstimmung die endgültig abzustimmende Fassung zugeleitet. Und dann, man sieht es auf dem Video, dann saß da der Vorsitzende und sagt, ja, hat jeder diese Schlussfassung, diese abstimmungsreife Fassung bekommen? I see no objections. Ja. Und dann sind alle dafür. I see no objections. Und dann wurde berichtet, dass das Ganze einstimmig verabschiedet worden sei. Problematisch ist hier auch, also spätestens mit dem Verstoß gegen diesen Artikel 55 würde ich und sagen auch viele andere sagen, die Abstimmung war rechtswidrig und ist insoweit ungültig. Wir haben aber, das ist das Problem bei der WHO, keine Instanz, wo wir das einklagen und einfordern können. Das ist ja ein Grundproblem der WHO auch. Die andere Frage ist, wurde das Ganze wirklich einstimmig verabschiedet? Oder wurde zumindest die notwendige Mehrheit erzielt? Auch hier wissen wir eigentlich als Bürger nicht genau, ob wirklich alle dafür waren. Zumal zumindest im Vorfeld ganz viele Staaten Kritik geäußert haben an diesem WHO-Vorhaben. Ich erinnere mich an Kritik aus verschiedenen Parlamenten, dann von Japan zum Beispiel. USA wissen wir gut, da haben die 24 Bundesstaaten protestiert, ja, und gesagt, sie setzen das nicht um. Problem ist aber dort, dass nach außen natürlich die USA als Ganzes zu entscheiden hat. Aber es waren auch wohl in der Debatte mindestens 5 oder 6 Staaten, die explizit gesagt haben, sie lehnen diese IGV in der geänderten Fassung ab. Das war Slowakei und Weißrussland, Iran, Argentinien und Costa Rica. Also da wissen wir es explizit und dann ist es komisch zu sagen, es war einstimmig. Und 43 Staaten, wurde mir berichtet, haben sich ausdrücklich dafür ausgesprochen. Wir brauchen aber 99. Wir wissen im Endeffekt nicht, was da genau gelaufen ist. Es ist so, dass von diesen 43 auch einzelne Vertreter für Staatengruppen gesprochen haben. Ja? Aber es ist schon eigentlich ein Unding, dass bei einer derart wichtigen Entscheidung wir am Ende mit einem Fragezeichen zurückbleiben. Ja? Und zurück zu diesem Artikel 55, deshalb in Rot. Wir können juristisch sagen, die Abstimmung war unabhängig davon nicht wirksam. Jetzt, was sind die wesentlichen Neuerungen durch diese internationalen Gesundheitsvorschriften? Wir alle wissen, dass im Jahr 2020 die WHO eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite ausgerufen hat, englisch abgekürzt FAKE. Die Abkürzung ist sehr nett, ja, sehr passend, ja, Public Health Emergency of International Concern. Ich nenne das ganz, ganz besonders gern auch FAKE. Schon sehr originell und passend. Genau, und jetzt haben die in den neuen IGV noch zusätzlich eingeführt eine sogenannte pandemische Notlage, die dann eine Steigerungsform sein soll, das FAKE. Und spätestens als Juristen wissen wir, je schlimmer die Notlage, desto schärfer dürfen dann auch die Eingriffe sein. Ja, also müssen wir mit noch schlimmeren Eingriffen rechnen. Sowohl der FAKE als auch die pandemische Notlage sind sehr vage definiert, was natürlich auch die Missbrauchsmöglichkeit noch weiter steigert. Und bei der pandemischen Notlage haben wir jetzt beispielsweise drin, klar, es muss beim FAKE haben wir schon internationale Ausbreitung einer Infektionskrankheit. Es muss ein außergewöhnliches Ereignis sein, das ein international koordiniertes Vorgehen erfordert. Alles relativ vage. Bei der pandemischen Notlage haben wir dann eine noch größere, noch schnellere Verbreitung. Das Risiko einer Überschreitung der Kapazitäten der Gesundheitssysteme, das lässt sich ja nicht verallgemeinern weltweit, ist außerdem Aufgabe der Staaten, dafür zu sorgen, dass ihre Gesundheitswesen funktionieren. Es darf eigentlich nicht auf Kosten des Einzelnen gehen, wenn diese nicht funktionieren. Dann das Risiko von sozialen und wirtschaftlichen Störungen. Zunächst stand da sogar noch drin das Risiko von politischen Störungen durch diese Krankheit. Dann frage ich mich, wo ist hier der Zusammenhang? Es geht hier wirklich um
Schutz der Menschen natürlich vor einer Krankheit. Was hat das jetzt direkt mit Politik zu tun? Ist sehr merkwürdig. Und dann, also diese Pandemie. Das ist aber raus, oder? Bitte? Das ist aber jetzt raus. Das Politische ist raus, Gott sei Dank. Ja, aber sozial und wirtschaftlich steht noch drin, ist auch seltsam, also nicht ganz einleuchtend. Zumal es ja wirklich um grundrechtssensible Bereiche am Ende geht. Und das erfordert dann ein strukturiertes, gerechtes, erweitertes, koordiniertes Vorgehen. Also da deutet sich an, die Eingriffe könnten noch schärfer werden, wenn da eine pandemische Notlage ausgerufen wird. Und dann gibt es noch diese eigenartigen Ansätze von Whole of Government and Whole of Society Approach. Das heißt, hier sind wir gedacht in einer derartig gefährlichen Lage, dass auf Regierungsebene, und das umfasst wahrscheinlich auch das Parlament, alle gehalten sind, gemeinsam ohne Abweichler in diese eine Richtung zu gehen, weil die Lage so gefährlich ist. Und genauso Whole of Society. Also hier sehe ich auch die ganz große Problematik, was soll das heißen? Ja, das soll heißen, was wir vorhin schon gehört, also kann zumindest auch heißen, dass man Meinungsabweichler ausgrenzt. Ja, weil die ganze Gesellschaft muss solidarisch sein. Also diese Gefahr liegt für mich in dieser Begrifflichkeit. Ja. Also das wäre die pandemische Notlage. Dann ganz gefährlich der neue Schwerpunkt, jetzt explizit drin, die sogenannten relevanten Gesundheitsprodukte sind Teil dieser neuen IGV. Und das ist insofern besonders heikel, weil ja die, wenn eine Notlage ausgerufen wurde, der WHO-Generaldirektor ja dann auch empfehlen kann, Impfpflichten zu verhängen und auch bestimmte Produkte dann in diesem Kontext empfehlen kann zur Anwendung. Ist ja in der Vergangenheit passiert mit fatalen Folgen. Zu diesen sogenannten relevanten Gesundheitsprodukten zählen Medikamente, Impfstoffe und neuerdings auch. Und da hat man gesehen in der Diskussion, dass das mal drin war, mal wieder raus, zum Schluss jetzt drin steht, zell- und genbasierte Therapien. Ist ja unter Fachleuten enorm umstritten. Ja. Die echten Fachleute sagen ja auch, dass diese mRNA-Injektionen ja schon gentherapeutisch sind, aber jetzt werden zusätzlich explizit gen- und zellbasierte Therapien von der WHO auch gefördert. Also diese Produkte sollen ausdrücklich jetzt nach den neuen IGV gefördert werden in den Bereichen Forschung und Entwicklung. Die Produktion soll von der WHO mitgefördert werden. Die Finanzierung, da gibt es eigene Finanzierungsmodelle und der gleichberechtigte Zugang, insbesondere auch der armen Staaten, die dann auch in den Genuss, in dicken Anführungszeichen, dieser Stoffe geraten sollen. Und dann ganz besonders problematisch ist auch, es gibt begleitend, das ist nicht direkt in den IGV drin, jetzt schon eine sogenannte Emergency Use Listing Procedure, wo die Pharmafirmen jetzt schon ihre potenziellen Impfstoffe orientiert an einer Liste von Viren, die für die Zukunft möglicherweise in Frage kommen, eine Pandemie auszulösen. Da können die jetzt schon vorab sich bewerben, damit sie als Notfallmedikamente irgendwann zugelassen werden. Und da gibt es ein Begutachtungsverfahren bezüglich dieser Stoffe, die dann, wenn ein Notstand ausgerufen ist, ganz schnell noch ergänzt werden um ein paar Daten und dann von der WHO den Zulassungsbehörden der Welt nahegelegt werden als Stoffe, die dann zur Impfung freigegeben werden sollen. Also die WHO ist selber keine Zulassungsbehörde, aber sie hat eine große Auswirkung auf die Zulassungsbehörden und sagt dann, aha, auf dieser Liste der WHO, großes Gewicht, sehr seriös, ja, steht dann sowas. Und da in dieser Listing Procedures steht drin, dass die All Recommendations von diesem Expertenausschuss are advisory to the WHO, also sind nur beratend, who retains full control over any subsequent decisions and actions, including whether or not to publish the findings and recommendations of this expert committee. Also sie behalten sich die volle Kontrolle vor. Das heißt für mich,
wenn diese Experten möglicherweise sagen, wir empfehlen das nicht aus dem und jenem Grund, weil es die Gesundheit gefährdet und nichts hilft, dann behält sich die WHO die volle Kontrolle vor. Also das ist atemberaubend. Ein weiteres, und das läuft alles auch, ne, zu diesen Stoffen, die neuen Prinzipien, die eingeführt wurden. Equity klingt so schön nach wie ein Menschenrecht, ja, klingt, erinnert so an. Gleichberechtigung, genau. Und Solidarity, diese beiden Prinzipien wurden eingeführt und wir alle haben diesen Missbrauch ja schon ab 2020 erlebt, dieser Prinzipien. Da wurde das Recht des Einzelnen überrollt unter Berufung auf ein völlig vages Kollektivprinzip, wurde der Einzelne komplett mundtot gemacht mit seinen berechtigten Interessen. Und diese Prinzipien sind jetzt drin und Equity heißt immer, die reichen Staaten müssen für die Armen mitfinanzieren. Ja, und die einzige Selbstkritik, die die WHO übt für die Pandemiezeit, das stand im Pandemievertrag drin, wir haben versagt in der Covid-Ära, weil es nicht gelungen ist, diese Medikamente und Impfstoffe rechtzeitig auch wirklich flächendeckend in der ganzen Welt zu verbreiten. Und das steht in der Präambel des Pandemievertrags drin, also so viel zur Selbstkritik. Dann haben wir jetzt ausdrücklich drin die Bekämpfung von Fehlinformation und Desinformation, Desinformation als Form von bewusster Falschinformation. Das ist in einem Annex versteckt. Die Staaten sollen ihre Kernkapazitäten auf ihren Verwaltungsebenen verstärken, um auch Fehl- und Desinformation bekämpfen zu können. In diesem Zusammenhang, das war ursprünglich im Pandemievertrag auch drin, dahinter steht auch das Konzept der sogenannten Infodemiebekämpfung. Der Begriff findet sich nach wie vor auf der Homepage der WHO. Infodemie als typisches Propaganda-Wort, die Parallele zur Pandemie, heißt, es soll bekämpft werden sogar ein zu viel an Informationen. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ja. Und unter Berufung darauf kann im Prinzip alles zensiert werden, was der WHO nicht entspricht. Und hinzu kommt ein weiteres sehr gefährliches Konzept, Verhaltenssteuerung. Es soll erforscht werden, so steht es immer noch im Entwurf von diesem zurückgestellten Pandemievertrag, die Faktoren, welche die Menschen dazu bringen, Gesundheitsmaßnahmen der WHO einzuhalten oder nicht einzuhalten. Also es geht nicht darum, die Menschen zu überzeugen und ihnen klarzumachen, dass das, was von der WHO oder von ihren Behörden kommt, wissenschaftlich fundiert ist und gut überprüft ist und die Abwägung Risiko-Nutzen stattgefunden hat, sondern es wird mit Hilfe der Psychologie der Mensch dazu gebracht, zu gehorchen, um es mal kurz auszudrücken. Und in dem Zusammenhang gibt es etwa 40 Verträge, Partnerschaftsverträge mit Big-Tech-Firmen aus der Pharmabranche, die die WHO mit denen abgeschlossen hat, von Facebook, Google, alles, was wir kennen, ja. Und das erklärt uns auch, warum schon seit längerer Zeit alle Meinungen, die beispielsweise Impfungen kritisieren oder so, in kürzester Zeit zensiert werden. Oder eine subtile Form der Zensur, habe ich jetzt erst festgestellt, dass die Abrufzahlen zum Beispiel plötzlich runtergedrosselt werden. Ja? Manche Videos werden direkt zensiert oder die Abrufzahlen rutschen dann auf wundersame Weise immer wieder nach unten, damit die Information nicht so sehr verbreitet wird. Also sehr, sehr gefährlich. Und zu dieser Verhaltenssteuerung gab es 22 und 23 schon zwei wichtige Resolutionen aus dem Bereich der WHO. Und wichtig, immer wieder aus juristischer Sicht, es fehlt eine unabhängige Kontrollinstanz, es fehlen die Checks and Balances. Und wenn ein Tedros beispielsweise eine Notlage ausruft oder wenn er auf der Grundlage Empfehlungen erlässt über Lockdowns, Masken, Testpflichten und so weiter, Behandlungspflichten, dann hat er keine Instanz, die ihn unabhängig kontrollieren kann. Es gibt zwar jede Menge Expertenausschüsse, in diesem Fall wäre der Notfallausschuss zuständig, aber das Interessante ist, dass der Herr Tedros die Experten selber einsetzt und wieder abberuft. Also Unabhängigkeit ist damit natürlich nicht gewährleistet. Und zwar müssen diese Experten, also alle WHO-Experten, Erklärungen über Interessenskonflikte ablegen, aber die werden sinnigerweise auch vom Herrn Tedros, vom Generalsekretär, verwaltet und können unter Verschluss bleiben, weil
es könnte ja sonst sein, dass diese armen Experten in ihrer Vertraulichkeit und in ihren Persönlichkeitsrechten gestört sind. Da spielt es plötzlich eine Rolle. Ja? Und sie wissen wahrscheinlich, dass dieser Generaldirektor sowieso eine ganz problematische Figur ist, mit einer fragwürdigen Vergangenheit in Äthiopien, war Mitglied einer Terrororganisation in seiner Heimat und ist in seiner Zeit, wo er Regierungsmitglied war, in Verruf geraten, weil er mit viel Gewalt oppositionelle Gruppierungen bekämpft hat. Also wurde von Human Rights Watch und so weiter ins Visier genommen. Und als er zum ersten Mal gewählt wurde als Generaldirektor, haben Äthiopier demonstriert vor der WHO. Ja, so jemand darf dann entscheiden über das Schicksal der Weltbevölkerung. Das ist ja per se auch schon ein ganz großes Problem. Dann haben wir neu jetzt drin, der fünfte Punkt hier, ein Implementierungsausschuss. Das war zunächst viel schärfer vorgesehen, sogar mit einem Überwachungsdashboard öffentlich, welcher Staat gehorcht mehr und welcher hält die Vorgaben der WHO weniger ein. Das haben die jetzt ein wenig gedrosselt, aber interessant ist, dass bei dieser Implementierung tatsächlich der Finanzierungsmechanismus für diese Medikamente und Impfstoffe und so weiter im Zentrum steht. Also darum soll es gehen, dass die Staaten sich einigen, wo man das Geld herbekommt, dass noch mehr die Pharma auch entsprechend profitieren kann. Dann haben wir neu eine weitere administrative Verfestigung der WHO in ihren Mitgliedstaaten. Es wird eingeführt eine nationale IGV-Behörde, die praktisch in jedem einzelnen Mitgliedstaat direkt als Kontaktstelle zur WHO gibt's fungiert. Auch in Berlin jetzt, oder? Das ist noch zusätzlich, genau. Also Deutschland tut sich hervor durch also massive Unterstützung der WHO in all ihren Vorhaben, ist auch einer der Hauptsponsoren. Nicht nur als Mitgliedsland, sondern auch als freiwilliger Spender. Und in Berlin wurde 2021 ein Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence eingerichtet. Da geht es darum, das Infektionsgeschehen, also das weltweit zum überwachende Infektionsgeschehen, das müssen die einzelnen Länder laut IGV sowieso tun, um schnellstmöglich der WHO berichten zu können. Und die Fäden dieses Surveillance-Systems, die laufen dann in Berlin zusammen. Also da ist Deutschland wirklich ganz groß. Und dann haben wir noch vor, jetzt eine Stärkung der sogenannten Kernkapazitäten der WHO auf der Ebene der einzelnen Länder. Das heißt, die Länder müssen einmal auf nationaler Ebene, aber dann auch auf der Zwischenverwaltungsebene, bei uns wären das dann vielleicht die Bundesländer oder auch die regionale Ebene und auf der lokalen Ebene dafür sorgen, dass die WHO-Themen umgesetzt werden. Ja, und kleine Erleichterung bei den nicht umgesetzten Änderungsvorhaben gedacht war, die Menschenrechte rauszustreichen. Das hätte zumindest eine gewisse Symbolik gehabt, aber tatsächlich spielt das nicht wirklich, es ist schon entscheidend, dass sie wieder drinstehen, aber wir haben natürlich auch noch geltendes Völkerrecht, nicht vergessen, ja, wir haben eine Europäische Menschenrechtskonvention, wir haben einen internationalen Pakt über bürgerliche politische Rechte und so weiter, die Menschenrechte sind eigentlich formal weiter gewährleistet, aber es hätte natürlich schon eine komische Symbolik gehabt, die rauszustreichen. Aber es bleibt das Problem, die Menschenrechte sind in dem Moment nicht mehr gewährleistet, wo ich keine Kontrolle habe, keine unabhängige Kontrolle, keine Checks and Balances. Aber immerhin, Menschenrechte stehen wieder drin, die Menschenwürde steht wieder drin. Es war sogar geplant, die Empfehlungen der WHO verbindlich zu machen. Das Vorhaben ist nicht umgesetzt worden. Nichtsdestoweniger haben wir alle erlebt, auch mit nicht verbindlichen Empfehlungen, die meisten Staaten halten sich an alles, was von der WHO kommt. Dann war gedacht, die Impfpässe nur noch digital zuzulassen. Da gibt es jetzt immer noch die Möglichkeit, Impfpässe auf Papierform. Und wie ich schon gesagt habe, der Umsetzungsmechanismus ist relativ schwach. Und was wir Gott sei Dank bisher auch nicht in den IGV finden, das ist dieses sogenannte One Health Prinzip. Das steht im Pandemievertrag und würde heißen,
zur Gesundheit trägt nicht nur die Gesundheit im engeren Sinne bei, sondern da ist der Tierschutz und der Umweltschutz und der Klimaschutz auch noch mit reinzunehmen. Dieses One-Health-Prinzip ist wunderschön. Ja. Lässt sich auf den ersten Blick einigermaßen begründen, weil wenn ich, ja, wenn ich jetzt die einzige wirklich offiziell gegebene Begründung für die, dafür, dass wir im Zeitalter der Pandemien uns befinden, war ja, dass Viren vom Tier zu Mensch jetzt überspringen können. Aber keiner hat erklärt, warum das jetzt plötzlich passieren soll, warum das jetzt im 21. Jahrhundert jetzt plötzlich ein Thema ist, im 20. war es kein Thema. Woher kommt das? Ja, hat niemand erklärt, hat auch niemand gefragt, ja, warum wir jetzt uns in Friedenszeiten between pandemics befinden. Die bösen Tiere sind schuld, also muss man auch die Tiere natürlich mit einbeziehen. Und das Klima ist natürlich auch noch ein großes politisiertes Thema, wo es auch nach meinem Eindruck sehr fehlt an der wissenschaftlichen Grundierung zum Thema Klimawandel und wer dazu beiträgt und warum und wer nicht. Und das One Health wäre eine ganz gefährliche Geschichte gewesen. Wir sehen es auch an den Wetterberichten. Ne? Wir haben dieses Jahr einen ziemlich kühlen Sommer, aber wir sind Hitzetod gefährdet. Und es wäre im Raum gestanden, auf dieser Grundlage dann auch noch ein Gesundheitsnotstand, ja? Dass der ausgerufen hätte werden können. Also das ist uns bis jetzt erspart geblieben. Und in diesem Entwurf, im Pandemievertrag, steht auch was drin über ein sogenanntes Pathogen Access and Benefit Sharing System. Also ganz wichtig und sehr lukrativ ist es, überall auf der Welt auf die Sammlung, auf die Suche zu gehen nach Pathogenen und auf dieser Grundlage Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln. Das ist ein ganz großer Sektor für Profit und Benefit Sharing. Das steht im aktuellen Pandemievertragsentwurf, wurde aber bisher so ganz konkret und konsequent noch nicht umgesetzt. So, und damit haben wir in gewissem Sinne doch aber trotz allem einige Vorhaben, die im Pandemievertrag stehen, die in gewissem Sinne durch die Hintertür jetzt in die IGV gewandert sind. Einmal durch diese pandemische Notlage, da ist auch Whole of Society and Whole of Government mit drin. Da haben wir zum ersten Mal in den IGV auch den Hinweis auf, da wird ein Zusammenhang zwischen Fake und Pandemie hergestellt, weil das war bisher unklar, was ist das eine, was ist das andere. Da ist jetzt in dieser pandemischen Notlage praktisch der Verbindungspunkt. Und dann haben wir als zweites diese relevanten Gesundheitsprodukte, die einen ganz großen Teil dieses Pandemievertrags darstellen. Die wurden aber praktisch teilweise über Nacht in den Artikel 13 und die Artikel 44 und 44 bis, wie das so schön heißt, der zweite Teil von Artikel 44, mit reingenommen in Sachen Forschung, Entwicklung, Produktion, Verteilung, Finanzierung in etwas abgekürzter Form. Aber das sind alles Teile bezogen auf diese sogenannten Gesundheitsprodukte, was ja auch schon ein fragwürdiger Begriff ist, alle über Nacht rübergezogen in die IGV. Ja. Dann das Konzept Infodemie ist zwar weder im Pandemievertrag drin, noch in den IGV, aber wie gesagt weiterhin Teil von Projekten der WHO, auch auf ihrer Homepage. Da werden jetzt wirklich auch übrigens auch auf der EU-Ebene, die EU hat auch schon längst den One Health-Grundsatz, die EU kann schon längst Notstand ausrufen, kann Maßnahmen verhängen, Klammer auf, Klammer zu. Jedenfalls diese Thematik von letztlich Zensur wurde auch über diese Bekämpfung von Fehlinformation, Desinformation und sogenannter Risikokommunikation, steht auch in den IGV drin, rübergezogen, auch zu den IGV, damit notfalls diese Sachen zumindest verwirklicht sind, für den Fall, dass der Pandemievertrag scheitert. Zur rechtlichen Bewertung, ich hab einiges schon angedeutet, wir haben enorme Machtbefugnisse weiterhin des Generaldirektors, der kann jetzt nicht nur einen Fake, sondern auch eine pandemische Notlage ausrufen,
kann auf dieser Grundlage Notstandsempfehlungen erlassen, die zwar weiterhin unverbindlich sind, aber die mit einem enormen politischen Druck verbunden sind, zumal die WHO ja tatsächlich fast die gesamte Welt umspannt. Und wir haben jetzt ja auch in Genf eigentlich den Eindruck gewonnen, dass da enorm Druck ausgeübt wird, auch mit latent, dann fördern wir euch armen Länder nicht mehr, wenn ihr nicht zustimmt und so weiter. Das steht zumindest im Raum. Notstandsempfehlungen können Impfempfehlungen, Impfpflichten, Lockdowns, 2G, 3G, alles Mögliche umfassen, was wir schon erlebt haben, Reise- und Handelsbeschränkungen und so weiter, sind zwar formal weiterhin nicht verbindlich, aber trotzdem heißt es, die sind unverzüglich umzusetzen. Dann können uns die Faktenchecker sagen, jo, aber der Herr Generaldirektor ist ja, wenn er diese Entscheidungen trifft, hat er Kriterien, die ihn begrenzen. Im Falle der Notstandsausrufung gibt es im Anhang eine Liste von Krankheiten, die er theoretisch durchprüfen muss. Dann gibt es auch teilweise einen Algorithmus, den er durchprüfen muss. Dann gibt es die Frage, er muss prüfen, gibt es ein wirklich hohes Gesundheitsrisiko, gibt es grenzüberschreitende Übertragung. Bei den Empfehlungen muss er theoretisch das juristische Verhältnismäßigkeitsprinzip einhalten, sagen, schützt beispielsweise eine Impfung wirklich vor Infektion, wie ist es mit den Nebenwirkungen, muss er alles eigentlich machen, aber wieder zurück zum Ursprungsthema, keine Kontrollinstanz ist da. Der Notfallausschuss ist nicht unabhängig, habe ich schon gesagt. Der Rat ist außerdem nicht verbindlich. Dann haben wir da Experten, die möglicherweise alle von Interessenskonflikten betroffen sind. Ja, wir haben nachweislich ein Personenkarussell ständig zwischen Pharmaindustrie und WHO. Und das heißt, wir haben am Ende juristisch betrachtet eine massive Gefahr von Machtmissbrauch und Willkür und am Ende von massiven Grundrechtsverletzungen. Die WHO kann im Endeffekt ohne wissenschaftliche Fundiertheit eine Notlage ausrufen und Empfehlungen aussprechen, die massiv unsere Grundrechte betreffen. Dann haben wir diesen Fokus Medikamente und Impfstoffe. Wir haben die massive Abhängigkeit der WHO von der Pharmalobby, zu 85% inzwischen abhängig von freiwilligen Spenden. Davon sind teilweise Staaten, davon wird aber ein großer Teil vor allem von der Gates-Stiftung direkt oder indirekt bestritten. Und was übrigens interessant ist, zweckgebundene Spenden sind eigentlich nach WHO-Verfassung gar nicht zulässig. Da gibt es einen Artikel 37, der sowas eigentlich unterbindet. Also der eigentlich sagt, die Entscheidungen in der WHO müssen unabhängig getroffen werden können. Einflussnahme ist nicht zulässig. Damit haben wir Gefahren natürlich immer wieder für die Gesundheit, gesundheitliche Selbstbestimmung. Dann noch ein wichtiger Punkt, den ich bisher nicht erwähnt habe. Die WHO fördert die Forschung an Impfstoffen. Und das sind ja neuerdings auch mRNA-Substanzen. Und da wird jetzt gesagt von WHO-Seite, von Seite dieser nicht unabhängigen Experten, behaupte ich, wir müssen im Prinzip vorhersehen, weil wir sind im gefährlichen Zeitalter, wir müssen vorausahnen, wie sich diese verschiedenen Viren in Zukunft verändern können. Und dann wird künstlich mutiert und das ist gleichzeitig Gain-of-Function-Forschung. Und das brauchen die angeblich, um dann präventiv schon mal Impfstoffe entwickeln zu können. Und hier lässt sich, habe ich mir erklären lassen von den Fachleuten, die Gain-of-Function-Forschung nicht trennen von der Forschung an künftigen mRNA-Impfstoffen. Und das bedeutet, die WHO fördert indirekt diese Forschung, die als Biowaffenforschung eigentlich auch verboten ist. Und damit verbunden ist die Gefahr, und das haben wir ja mit Corona schon erlebt nachweislich, dass solche Viren das Labor aus welchen Gründen auch immer verlassen und die Pandemien auslösen, die WHO zu bekämpfen vorgibt. Ja. Und das wäre natürlich eine plausible Erklärung dafür, warum wir uns jetzt im Zeitalter der Pandemie befinden. Also das ist ein Wahnsinn, der einem die Sprache eigentlich verschlägt. Dann haben wir diese Problematik mit diesem Emergency Use Listing, völlige Intransparenz. Im Endeffekt haben wir in der WHO-System immanent eine permanente Gefährdung von Menschenrechten.
inklusive des Rechts auf Gesundheit, körperliche Unversehrtheit und so weiter. Das wird verstärkt durch diese gezielte Bekämpfung von angeblicher Falsch- und Desinformation. Wir alle wissen, dass gerade im medizinischen Bereich und darüber hinaus der Diskurs enorm wichtig ist. Wir sind angewiesen auf den wissenschaftlichen Diskurs, um uns der Wahrheit gerade in der Medizin annähern zu können. Wir haben alle erlebt, dass ein wichtiger und großer Teil der Wissenschaftsgemeinschaft ausgeschlossen wurde. Deshalb haben wir da ein akutes Propaganda-, Zensur- und Manipulationspotenzial und natürlich auch eine Gefährdung der Meinungsfreiheit, der Freiheit auf Information, der Medien und der Wissenschaft. Das sind Grundrechte in Artikel 5 verankert, die extrem sensibel sind, weil sie nämlich massiv unser demokratisches System stützen. Ohne Meinungsfreiheit, ohne freie Meinungsbildung kann ich auch mir eine politische Meinung nicht bilden. Und mit einer Beschneidung der Freiheit der Medien ist auch verbunden eine Beschneidung der Möglichkeit demokratischer Kontrolle der Regierung, ja, die Rolle der Medien als vierte Gewalt. Und ich habe natürlich auch eine Einschränkung der informierten Zustimmung in körperliche Eingriffe, die nicht mehr stattfinden kann, wenn ich nicht mehr alle wissenschaftlichen Meinungen einfließen lasse. Deshalb hat mir der Spruch so gut gefallen mit nicht follow the science, sondern follow the silence, weil ich da fast eher noch die Garantie habe, dass diese Meinungen, die eigentlich gezielt unterbunden werden, eher passen. Ja, und rechtlich, ich mache das nochmal ganz kurz, also WHO ist de facto, agiert sie wie eine Art Gesetzgebungsinstanz mit diesen Empfehlungen, die zwar nicht verbindlich sind, die aber eine große Wirkung haben. Dann haben wir auch eine WHO als Vollzugsinstanz in dieser gesundheitlichen Thematik ohne unabhängige Kontrolle. Damit haben wir was Autoritäres angelegt in der WHO und das vor dem Hintergrund der massiven Lobbyabhängigkeit und der nicht gewährleisteten Transparenz. Damit haben wir zwar nicht de jure, aber de facto eine Gefahr der Beschneidung staatlicher Souveränität. Hier ist es mir aber ganz besonders wichtig, nochmal zu sagen, es können von der WHO Vorgaben ausgehen, die massiv in unsere Grundrechte eingreifen. Aber in Deutschland bleibt die letzte Entscheidung bei unseren Staatsorganen. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, Empfehlungen der WHO zu messen am Grundgesetz. Und die Bundesrepublik Deutschland darf und muss Empfehlungen ablehnen, die unverhältnismäßig in Grundrechte eingreifen. Dann verletzt sie, wie bitte? Also wir lernen das als wichtigsten Grundsatz, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ja. Es muss geprüft werden, hilft das überhaupt, was hier empfohlen wird? Ja. Gibt es einen legitimen Grund für diesen Grundrechtseingriff? Das muss sein, es hilft zu einem bestimmten Zweck. Gibt es ein milderes Mittel, mit dem das gleiche Ziel, also hier beispielsweise Infektionsschutz, erreicht werden kann? Und dann muss eine Risiko-Nutzen-Abwägung stattfinden. Und selbst wenn ich bestimmte Substanzen im Notverfahren schnell zulasse, muss ich danach überwachen, was dieses Zeug mit der Bevölkerung ihrer Gesundheit anstellt. Und was wir erlebt haben, ist ja jetzt schon die Unterdrückung dieser Information. Ja? Das heißt, ich habe vom System WHO einen ständigen Druck auf die Staaten, die freiheitliche Rechtsstaaten sind, ihre eigenen Verfassungen über den Haufen zu werfen. Ja? Es geht da ein Dauerdruck aus. Rechtlich kann man aber immer noch sagen, okay, die Bundesrepublik kann sagen, stopp. Jetzt stelle man sich vor, einer von 194 Staaten sagt stopp. Slowakei, ja? Mit Sicherheit, die werden das nicht machen. Hoffentlich, ja. Hoffentlich. Und wir haben damit, deshalb sage ich immer nur Gefahr, ja, eine akute und jetzt noch gesteigerte Gefahr, die sich ja schon realisiert hat in der Vergangenheit, langdauernder massiver Grundrechtsverletzungen, verstärkt jetzt durch die neue WHO. Und damit das alles nicht so schrecklich endet, habe ich da noch ein schönes Bild hingemacht. und habe den Artikel 1 genau gut erkannt, Grundgesetz, der für mich immer Ausgangs- und Endpunkt ist von allem, was unser Verfassungsrecht betrifft, hier als Maßstab reingesetzt. Es ist wichtig, da wieder hinzukommen und in diesem Sinne diesen Verträgen Widerstand entgegenzusetzen,
Das kann einmal passieren, Handlungsmöglichkeit auf der gesellschaftlichen Ebene. Jeder einzelne Mensch, der uns begegnet, hat vielleicht einen kleinen Spalt seiner inneren Tür offen und wir können ihn ansprechen. Wenn die ganz zu ist, hat es keinen Sinn, ist meine persönliche Erfahrung. Wir können über Demonstrationen unsere Meinung zum Ausdruck bringen. Wir können, wenn wir mutig sind, beispielsweise mit Straßenumfragen versuchen, das Thema an die Öffentlichkeit zu bringen. Und dann eine ganz, ganz wichtige Sache ist, an die Verantwortungsträger zu gehen, in diesem Fall vor allem an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Wer mutig ist, Gespräche mit seinem Wahlkreisabgeordneten vereinbaren. Ja, ich war vor anderthalb Wochen war ich bei einer sehr mutigen brandenburgischen Landtagsabgeordneten, einer von der CDU, die da auch gegen den Strom schwimmt. Nächste Woche ist was mit der Werteunion. Ne? Also alle, die sich dem Thema öffnen, sind willkommen und sind wichtig, weil es geht am Ende in der Abstimmung wirklich darum, Nein zu sagen. Und auch man kann Briefe schreiben. Viele sagen, die Briefe verschwinden dann im Papierkorb. Meine persönliche Überzeugung ist, dass jeder Akt, den wir setzen, hat eine Wirkung, auch wenn wir es vielleicht erstmal nicht bemerken. Alles ist wichtig, was wir tun. Und wir können nicht sagen, das eine ist wichtig und das andere nicht. Das ist meine Überzeugung. Und was wir jetzt gerade in einer Gruppe von Juristen und Aktiven auch noch ausloten, sind die Möglichkeiten einer Verfassungsklage im Eilverfahren, die Bundesregierung zu zwingen, diesen IGV zu widersprechen. Und last but not least haben wir letzte Woche auch in einer Gruppe, das war initiiert vom Ärztlichen Berufsverband Hippokratischer Eid, jetzt vorbereitet eine Petition im Deutschen Bundestag, mit der Aufforderung auch an den Bundestag, die Regierung wiederum dazu zu bringen, die neuen IGV abzulehnen und sich wieder auch an die Prinzipien des Grundgesetzes, Verhältnismäßigkeitsprüfung und so weiter zu erinnern. Und diese Petition ist jetzt am 26. eingereicht, geht jetzt noch 2-3 Wochen durch die interne Prüfinstanzen, ist aber jetzt schon möglich, wer möchte, diese Petition, den Text habe ich hier, durch eine Papierunterschrift zu unterstützen. Also die Unterschriften wären jetzt schon wirksam und ab dem Moment, wo das offiziell genehmigt ist von der Bundesregierung, kann man auch online unterschreiben. Dann beginnt aber schon eine 4-Wochen-Frist zu laufen und wir müssen innerhalb von 4 Wochen 50.000 Unterschriften sammeln. Wenn das gelingt, dann können wir dieses Anliegen im Petitionsausschuss vertreten und auf diesem Weg nochmal versuchen, das Anliegen auch im Deutschen Bundestag zusätzlich zu allen Initiativen, die beispielsweise von dir ausgehen, noch zu unterstützen. Genau. Und insofern meine Bitte, wer mag, aber da gibt's darf. Eine Liste noch, oder? Da gibt es eine Liste, genau. Das zu unterstützen und ich denke einfach, bei dem allem, was da läuft, Sie haben vergessen, dass es Menschen gibt wie uns alle und dass wir mehr Macht haben, als die sich vorstellen können. Also das ist meine persönliche Überzeugung. Jeder einzelne Akt ist wichtig und weil die Sache so wichtig ist, ist es auch wichtig, nicht nachzulassen und auf diesem Gebiet sich nicht entmutigen zu lassen, sondern gemeinsam dazu beizutragen, dass sich da wieder was verändert. Danke. Okay.